Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timolianische Spiele. Ja, wir spielen Timolianische Spiele und Moment, ich muss hier, zack, das hier so machen, dann ist es ja auch schön. Moment, ich mache hier einen Screenshot eben. Ja, schön. Ja, wir spielen heute mal wieder Timolianische Spiele und ich bin gespannt, wie das so wird. Ich hoffe mal, wir kommen ziemlich weit. Ich weiß nicht, wie das ja so wird. Also ich habe vorhin eine Runde mit Kosovar gespielt und da war ich im Finale. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie weit ich jetzt komme. So, und zack, aufgeknallt auf dem Boden hier. Ja, Leute. Hier gibt es schon wieder einen richtigen Stress hier im Chat. Ich verstehe die Leute nicht. Die müssen sich immer beleidigen und was weiß ich. Ach, ich verstehe das nicht, Leute. Warum müsst ihr euch immer gegenseitig beleidigen? Könnt ihr euch nicht einfach mal... sorry. Könnt ihr euch nicht einfach irgendwie mal gechillt wohin setzen und einfach normal sein? Funktioniert das in der heutigen Welt nicht mehr? Keine Ahnung. Okay, 15 Sekunden. Alter, was ist hier los, Alter? Ich crafte ja wie eine Schnecke hier. Alter. Was ist denn heute los mit mir? Hä? Da hinten ist jemand. Er hat ein Goldschwert. Oh, nee, doch nicht. Oh, what the fuck? Wir haben ihn noch getötet. Oh, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Ne, niemals. Ich dachte, den bekommen wir nicht. Ich dachte, den bekommen wir einfach nicht. Aber habt ihr gesehen? Die Blockhits helfen wirklich ungemein. Also die helfen wirklich extrem. Dann holen wir uns jetzt noch schnell von hinten den hier. So, der ist auch tot. Gut. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht auch gleich von hinten geschnetzelt werden. Boah, ich habe schon so Angst. Einen Bogen machen wir uns hier. Zack. Wer übrigens die Timolianische Spiele nicht kennt, guckt euch einfach meine erste Folge Timolianische Spiele an. Da habe ich den Spielmodus erklärt. Das ist auf dem Timolia-Server, also Tims Server. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, beziehungsweise wie der Server heißt. Was brauche ich denn jetzt noch? Packe ich erstmal hier das ganze Essen runter. Gut, dann gehen wir zu ein paar Pfeilern, holen uns ein bisschen Stuff. Hoffe ich mal, dass wir jetzt noch was Gutes bekommen. Ja. Ach, übrigens, danke, Leute, für, ich glaube, 680 Abonnenten sind es jetzt gerade. Ihr seid echt mega krass. Also, das hätte ich nicht gedacht, niemals, dass ich überhaupt irgendwann mal 100 Abonnenten schaffe. Damit habe ich schon nicht gerechnet, weil für mich das einfach... Es sind 100 Leute. Man muss sich das vorstellen. Natürlich gibt es überdimensional große YouTuber wie Simon und so weiter, die bald jetzt 1 Million haben. Aber Leute, stellt euch einfach mal vor, es stehen 100 Leute vor deiner Haustür und wollen zum Beispiel nur dich sehen. Und tot. Oh, das war jetzt knapp. Wir brauchen jetzt schnell den hier. Trank der Regeneration, sonst sterben wir. Der hatte aber ein paar Tränke. Das ist ziemlich cool. Schnell hier umgucken. Ach ja, ich habe übrigens gerade einen Shader drin. Verlinke ich euch auch einfach mal in der Beschreibung. Sagt mir einfach mal, wie ihr den so findet. Und ob ich den... Oh, unter Wasser sieht das ja nice aus. Aber ein bisschen... Vielleicht ein bisschen unpraktisch, wenn man nicht so viel sieht. Aber sonst finde ich den ganz geil. So, zack, zack, zack. Und die Kuh ist tot. Herr Kurt, du musst sterben. Zuckerrohr hol ich mir auch mit. Aus dem Grund, da ich mir nachher dann damit Papier machen kann. Oh, ein Apfel. Apfel. gut, dann würde ich sagen, bastle ich mir ein bisschen Ausrüstung hier. Am besten einen Brustpanzer. Gut. Sonst habe ich noch ein bisschen Erfahrung hier. Töte einfach mal ein paar Schweine. Sorry, mein Handy hat gerade vibriert. So, kommt her, Schweine. Ihr müsst alle sterben. Schweine dürfen nicht überleben. Alter, im Wasser ist der echt... Also unter Wasser ist der, glaube ich... Es sieht schon geil aus, aber es ist halt so dunkel.
Und da ist der unter Wasser jetzt nicht gerade so geil. Gibt es wahrscheinlich andere Shader, die da unter Wasser besser sind. Aber ich finde den eigentlich so ganz schön. Vor allem, weil das nicht so ein Shader ist, der so richtig viel Effekte hat, sondern er macht das alles nur so ein bisschen kontrastreicher und so ein bisschen heller. Finde ich schön. Finde ich schön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Das, was ich jetzt übrigens schon 20 Mal gesagt habe. Aber nur, damit ihr es nicht vergesst. gut. Zwei Leute haben wir getötet. 2, 4, 5 Leute leben noch. Mit mir. Oh, da kommt jemand auf mich zu. Da kommt jemand auf mich zu. Huh. Krass, ich feiere das gar nicht jetzt. Jetzt in dem Moment feiere ich es nicht so. Wo ist der denn? Ach, hier ist er. Okay. Aber wir haben einen Bogen, Leute. Okay. Komm her. Komm her, ich möchte, dass du kommst. Und da kommt noch einer. Nein, oder? Noch einer. Okay, die bekämpfen sich jetzt hoffentlich. Dann halte ich mich hier mal gerade ein bisschen raus. Denn das muss nicht sein. Okay, und jetzt versuche ich sie zu holen. Ganz weit weg mit dem Bogenschießen. Oh, schon wieder. Ich hau mal eben kurz mein Handy auf mein Bett. Ja, so. Gut. Zack. Und jetzt hole ich sie mir. Jetzt hole ich sie mir, wenn es sich ausgeht. Natürlich kann man dann sagen, Abstauber, Abstauber. Aber gut, wenn sich so eine Situation ergibt und ich natürlich auch nicht sterben möchte, ist das doch fast... Oh, ein Diamant. Oh, das ist natürlich krass. Okay. Warte, ich stelle mich einfach mal auf die große Fläche hier. Ich denke, da bin ich dann eigentlich sehr gut geschützt. Habe ich eine Werkbank? Schnell. Dann kann ich mir jetzt noch schnell ein Diaschwert machen. Oh, das wäre natürlich krass. Ein Diamantschwert. So. Gut, 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 gut. Schneller. Crafte doch schneller, Thomas. Crafte doch schneller. Oh, okay. Wir haben ein Diamantschwert. Super. Ich würde sagen, wir porten uns jetzt erstmal zum nächsten Gegner. Ja, ich weiß, Leute, wir haben jetzt noch nicht so die gute Ausrüstung. Aber vielleicht ergibt sich ja eine Runde. Vielleicht ergibt sich ja eine Runde. Gut. Ach so, hä? Ach so, das ist alles so grau, das habe ich jetzt total überlesen. Ich dachte so, hä? Eisen! Und ich möchte geportet werden. Los. Port. Okay. Okay, okay. Der weiß jetzt, dass jemand zu ihm kommt. Hier lang. Okay, das finde ich so geil gemacht einfach. Ich finde den Spielmodus so mega cool. Also... Wieder, das ist wieder richtig was Neues. Es ist einfach nicht wie Ender Games. Es ist einfach wieder komplett was Neues. Hier rüber. Oh, ich bin da. Dann, das heißt ja dann erst hier unten drin, oder? Nein! Okay. Gigi. Hat er das Spiel jetzt gewonnen? Ach so, wir waren ja schon die Letzten. Schade, Leute. Aber habt ihr gesehen, der hatte einen Diamantbrustpanzer? Aber wenigstens war ich Zweiter. Ich hatte 3 Kills. Yeah! Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Lobby. Ja, Leute. Das war's auch schon mit der Runde Timolianische Spiele. Das ging jetzt aber ziemlich flott. Ich werde mich jetzt dann noch dran setzen und ein Photoshop-Tutorial machen, weil ihr habt mir ganz fleißig in die Kommentare geschrieben, dass ihr so eines wollt. In der Zwischenzeit werde ich dieses Video hier hochladen. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr unterstützt mich damit wirklich mega. Und ihr könnt mir auch gerne ein paar Kommentare schreiben, wie ihr Timolianische Spiele findet, ob ich mehr von denen bringen soll. Ja, da hatte ich jetzt leider keine Chance mehr. Aber gut. Ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's. Danke an 680 Abonnenten. Ihr seid so krass. Ich muss jetzt endlich mal die Verlosung machen hier. Thomas, mach die Verlosung. Schreibt mal alle in die Kommentare. Hashtag Thomas macht die Verlosung. Okay, gut. Dann haut rein, Leute. Bis dann und ciao.